Wir beschäftigen uns nun auch noch ein wenig mit der Differentialgleichung der Biegelinie. Aufgabe 84 behandelt einen beiderseits gelenkig gelagerten Balken, welcher durch zwei Momente in A und B belastet wird. Zu berechnen ist die Position und der Betrag der größten Durchbiegung sowie die Neigung der Biegelinie in den beiden Lagern. Bei dieser ersten Aufgabe haben wir es mit einem relativ einfachen Problem zu tun, wobei eine Sache da korrigiert gehört, nämlich ich habe das Koordinatensystem aus Konsistenzgründen umgedreht. Das Z zeigt bei mir nach unten, das X bleibt nach rechts, aber das Y streichen wir weg da oben. Das zeigt dann aus der Tafelebene heraus, sodass wir bei dem Koordinatensystem bleiben, das wir bisher immer verwendet haben bei den Schnittgrößen. Nämlich positiver Winkel entgegen dem Uhrzeigersinn. Also ich gehe aus von der Differentialgleichung der Biegelinie dritter Ordnung mit der Querkraft drinnen. Das heißt, damit man die hinschreiben kann, muss man einmal die Querkraft als Funktion über den Träger bestimmen, also Schnittgrößen. Und bevor wir Schnittgrößen bestimmen können, wissen wir, müssen wir mal die Auflagerreaktionen bestimmen. Mit dem starten wir. Wenn man die Skizze macht, dann gibt es hier das externe Moment, 2 mal M0. Hier gibt es ein externes Moment, M0. Das Rollenlager hat eine Auflagerkraft Fb. Und hier zeichne ich es gleich nach unten ein, eine Lagerreaktion Fa. Und natürlich gäbe es auch Fax, aber man sieht, es gibt ja von außen nichts Horizontales, deswegen wird die 0, ich lasse es gleich weg in der Skizze. Das heißt, Moment um den Punkt B, so herum positiv gedreht, dass wir im Koordinatensystem bleiben, gegen den Uhrzeigersinn, liefert minus 2m0. Minus M0 für die externen Momente plus Fa mal Trägerlänge L ist 0, sprich Fa ist 3M0 durch L. Mehr braucht man eigentlich nicht, Fb können wir uns sparen. Wenn man von links mit dem Schnitt beginnt, kann man ja als Fa die gesamte Querkraft als Funktion von x ausdrücken. Also möglichst wenig rechnen, damit man möglichst wenig Arbeit hat. Die Querkraft, wir schneiden irgendwo wieder. Fa haben wir gerade berechnet, 2m0 gibt es hier. Die Querkraft am positiven Schnittufer in dem gegebenen Koordinatensystem mit Abstand x. Und damit alles dasteht, das Biegemoment. Die Normalkraft erspare ich mir auch da, weil die wird sowieso wieder 0. Da gibt es wieder nichts Externes. Also ist die Querkraft als Funktion über den Träger x einfach nur minus Fa, also tatsächlich keine Funktion von x, sondern konstant über den ganzen Träger, mit minus 3m0 durch L. Und für später, für die Randbedingungen, drücke ich das Moment auch gleich als Funktion von x aus. Das kann man dann weiterverwenden nachher. Das Moment als Funktion von x ist 2m0 minus 3m0 x durch L. Einfach Momentengleichgewicht aufgestellt und gleich umgeformt um den Schnittpunkt. So, damit ist das erledigt und dann geht es nur mehr darum, das in die Differentialgleichung der Biegelinie, dritte Ableitung einzusetzen. Für die Querkraft schreibe ich her, also hier links abgeschrieben, Biegesteifigkeit mal dritte Ableitung von W nach X ist die negative Querkraft. Als Funktion von X ist zwar konstant, aber trotzdem. Und die negative Querkraft ist plus 3m0 durch L. Und dann braucht man nur mehr integrieren. Und zwar so oft, bis W von X ohne Ableitung dasteht. Einmal integriert, links passiert nichts anderes, wenn Biegesteifigkeit konstant ist, dass da die Striche immer um eine Anzahl erniedrigt werden. Also ist die zweite
Ableitung von w von x nach x, 3m0 durch l ist konstant bezüglich x, also kommt einfach nur x dazu, plus eine konstante c1 für die Randbedingungen. Erste Integration und erste Gleichung. EI, erste Ableitung nach x, ist dann 3m0 durch l x² halbe, noch einmal integriert das x, plus, dann muss man natürlich die Konstante mit integrieren, also c1 mal x und eine zweite Konstante c2. Zweite Gleichung. Und die letzte Möglichkeit, die man hat, um tatsächlich auf die Durchbiegung zu kommen, noch einmal integrieren, ist 3m0 durch l x der dritten, kommt der Dreier runter, also machen wir gleich da Sechstel draus mit dem 1 halb plus c1 x² halbe plus c2x plus c3. Dritte Gleichung. Und dann hat man drei Konstanten, die man bestimmen muss. Was kann man randbedingungsmäßig über den Träger aussagen? Schauen wir vielleicht noch einmal rauf in die Skizze. Welche Randbedingungen kann man da finden? Also die erste Beobachtung sozusagen ist, es gibt keine Durchbiegung im Lager. Das heißt, formuliert als Randbedingungen, dass w von x gleich 0 ganz links an der Stelle im Lager A muss 0 sein und das W im Lager B an der Stelle x gleich L muss 0 sein. Die beiden müssen verschwinden. Und dann kommt natürlich schon das Biegemoment ins Spiel und da haben sie ein bisschen einen Auswahlspielraum, nämlich entweder links oder rechts. Ich habe es links verwendet. Dort muss es halt zweimal M0 sein. Das M an der Stelle x gleich 0 ist 2m0. Das ist im Übrigen das Reaktionsmoment im Träger an der Stelle 0, weil wenn Sie da raufschauen, sehen Sie ja, das 2m0, das von außen kommt, ist ja negativ in unserem Koordinatensystem. Die Randbedingung war aber jetzt mit einem positiven Vorzeichen, nämlich deswegen, weil das ist die Schnittgröße dort. Und die Schnittgröße dort dreht in die andere Richtung positiv. Darauf muss man aufpassen. So wie hier. Wenn Sie da herschauen, da haben Sie das m von x ist irgendwas, nämlich das hier, da sieht man es vielleicht am leichtesten, wenn man hier einsetzt. Wenn Sie da für x 0 einsetzen, dann fällt der Term da hinten weg und es bleibt für die Schnittgröße plus 2m0 über als Reaktion auf das, was von außen kommt. Das muss man Vorzeichen richtig Schnittgrößen technisch einsetzen und nicht das minus 2m von 0, das tatsächlich von außen dreht. Weil sonst kriegst du einen Vorzeichenfehler. Gut, und jetzt kann man einsetzen. Wir haben drei, C1, C2, C3, drei Konstanten und können die Randbedingungen oben einsetzen. Die Gleichung 3 mit der Randbedingung 1 an der Stelle 0 liefert EI W bei x gleich 0, setzen wir einfach hier x gleich 0 ein, dann sehen Sie, wie schön das ist. Das fällt weg, das fällt weg, das fällt weg. Es bleibt nur das C3 über. Und das ist noch dazu 0 laut unserer Randbedingung. Das ist die, die wir verwendet haben, die erste. Und damit ist klar, C3 muss 0 sein. Erste Konstante bestimmt. Zweite Konstante mache ich da herüben. EI W an der Stelle x gleich L, das wird nicht so schön, wie man vermuten kann, weil da muss man alle x durch L ersetzen, liefert 3m0 durch L mal L der dritten Sechstel plus c1 L² halbe plus c2 L, ja plus, ich schreibe es her, 0, haben wir ja schon bestimmt, dass c3 0 ist. Es fällt also sofort raus aus der Gleichung. Und damit kriegt man aber einen Zusammenhang
für entweder C1 oder C2. Ich nehme jetzt C2 als Funktion von C1. Und der Grund dafür ist auch ganz simpel. Ich habe ja als dritte Randbedingung das Biegemoment hier verwendet und das Biegemoment ist da oben definiert, die zweite Ableitung. Das heißt, wir kriegen aus dieser Randbedingung da sofort das C1 raus und können es dann da einsetzen, wenn wir das C2 als Funktion von C1 hinschreiben. Das C2 muss dann sein minus M0 mal L halbe minus C1 L halbe. Und dann muss man noch C1 ausdrücken und da einsetzen. Aus der Gleichung 1 da oben, zweite Ableitung mit der Randbedingung 2, folgt dann sofort das EI W2' an der Stelle x gleich 0, alle x wieder wegfallen, also das eine, was halt drinnen ist, C1 sein muss und die Randbedingung sagt, das muss minus 2m0 sein. Setzen wir ein mit Stern. Damit kriegt man für das C2 raus, dass das minus m0 l halbe plus 2m0 l halbe, ja, also m0 l halbe ist. Und damit hat man alle Konstanten bestimmt und kann in die Biegelinie zurück einsetzen. Die Biegelinie steht da oben. Das ist das, was man üblicherweise als zumindest Zusammenhang für die Biegelinie w von x bezeichnet. Das ist das, was man im Endeffekt haben möchte. Und dann setzen wir da zurück ein und ja, machen wir es langsam. Biegesteifigkeit w von x muss sein 3m0 durch L x der dritten Sechstel minus 2m0 x Quadrat halbe, ja, plus m0 L halbe mal x und c3 ist 0. Also einfach alle Konstanten eingesetzt, durch EI noch durchdividiert von mir aus, dann steht die Form für die Biegelinie da. Und man kann es natürlich noch schöner hinschreiben, nämlich das EI W von X gleich M0 durch 2L ist, wenn wir da durchkürzen, den Sechser mit dem Dreier X der dritten minus m0 x Quadrat plus m0 l halbe x. So. Jetzt kommt natürlich noch die interessanteste Frage. Das Schöne daran ist jetzt haben wir für jede Stelle im Träger die Durchbiegung. Wir brauchen einfach nur x einsetzen und wissen die Durchbiegung an jeder Stelle. Wir bräuchten, wenn wir die Randbedingungen ins w' von x einsetzen, hat man auch sofort die Steigung an jeder Stelle und so weiter. Also man kann sich alles als Funktion der Laufvariable x ausrechnen und unter anderem natürlich und insbesondere die maximale Durchbiegung wieder. Und das war ja gefragt in dem Beispiel, nämlich wo ist die größte Durchbiegung und wie groß ist die? W'0. W' haben wir aber ja schon. Das ist auch schön an der Vorgehensweise. Wir kennen ja schon die Form fürs W' da oben, hier. Wir brauchen das also gar nicht mehr ausrechnen, sondern nur diese Form hernehmen und einsetzen. Ich schreibe es hierher. Gleichung 2 ist W' durch EI muss man natürlich dividieren im Prinzip. Hier aber ist es nicht notwendig, wenn man es sowieso 0 setzt, kann man EI Richtung 0 rüber multiplizieren und dann fällt es auch wieder weg, weil es ja 0. Also wir brauchen tatsächlich nur die rechte Seite 0 setzen und das liefert 3m0 durch 2l mal x Quadrat
unter Berücksichtigung der Konstanten natürlich sofort. Minus 2m0 mal x plus m0 mal l halbe ist gleich 0. So, dann kürzt sie natürlich auch das m0 noch aus, was auch sein muss. Es darf ja nur mehr von irgendeiner Position abhängen, wenn wir die Stelle suchen. Und wir kriegen eine quadratische Gleichung, nämlich 3 halbe l x Quadrat minus 2x plus l halbe ist gleich 0. Und die muss man halt lösen. Da kriegt man zwei Lösungen und eine davon ist meistens physikalisch gesehen wegzuwerfen, weil sie keinen Sinn macht. Und die andere ist dann die richtige. Wir lösen also noch x. Damit ist x 1, 2. Schreiben wir es gleich aufgespalten hin. Minus 2 Drittel l plus minus, also ein bisschen vereinfacht, Wurzel 4 minus 3 mal l Drittel. Rausgehoben gleich aus der Klammer. Also, ja, machen wir die Wurzel auch gleich fertig. Die Wurzel 1 ist 1, also minus 2 Drittel l plus minus l Drittel ist das Ergebnis. Und dann sieht man, einmal kommt l raus und einmal kommt was anderes raus, nämlich x1 ist l und x2 ist l Drittel. Und l kann natürlich nicht sein, weil l widerspricht ja unserer Randbedingung. Wir haben gesagt, im Lager gibt es keine Durchbiegung, da kann nicht die maximale Durchbiegung sein. Das heißt, die ist nicht sinnvoll, also muss es die andere sein, die gültig ist, nämlich L Drittel. X Max ist also L Drittel und dann, wenn wir X Max einsetzen in den Zusammenhang hier oben für das W von X, dann haben wir die Durchbiegung an dieser Stelle, also die maximale Durchbiegung. W von X Max ist dann eingesetzt, vielleicht gleich zusammengefasst, 2m0 l² durch 27 EI sollte rauskommen. Also es lässt sich alles zusammenfassen dann und kürzen und dann sollte der Wert für die maximale Durchbiegung rauskommen. Natürlich immer als Funktion des Biegemoments und der Trägerlänge logischerweise. Es war auch noch nicht ganz alles, sondern es ist auch noch die Steigung gefragt gewesen in den Lagern, nämlich einmal bei 0 und einmal bei L. Wenn wir das einsetzen noch, dann kann man nämlich die Biegelinie in etwa wenigstens zeichnen und sieht, wie das ausschaut. An der Stelle 0, eingesetzt in die, ins W' ist rein 1 durch EI mal die Konstante. Also C2 durch Biegesteifigkeit ist also M0L durch 2 mal Biegesteifigkeit, weil die Konstante war M0L halbe. Und an der Stelle L sind sie vielleicht draufgekommen, dass sie alles wegkürzt, faktormäßig, da kommt 0 raus. Steigung an der Stelle L ist 0. So, und wenn ich jetzt versuche, die Biegelinie zumindest ungefähr zu zeichnen, dann wird es so ausschauen. So irgendwie. Und so, dass die Steigung da oben in dem Lager herüben 0 ist. Da ist L, also, das Lager, also die Länge L für x, das Lager B und da herüben ist 0 und das ist die maximale Durchbiegung bei L Drittel ungefähr. Sowas wird man da in etwa rauskriegen.